Hallo Freunde, Servus und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge. Es ist die, Neu die 20. Ich habe gewusst, dass die 20. ist. Ich wollte mir nur versprechen, dass natürlich das rüberkommt. Ja. Spektakulär. Ja, genau. So, wir haben hier ein paar Wollpaletten, die möchte ich gern bald wegbringen. Wir werden jetzt aber erstmal hier, bin noch mal überlegen, ich werde mal eine Ladung Sonnenblumen rausbringen. Wegführen. Genau. Wir sollten aber schauen, ich glaube, die sind beim Schweinestall oben im Bunker drinnen. Bin ich denke mal, weil ich habe letztens da nicht so viel gesehen. Ich kann einmal nachschauen, aber ich habe letztens sicherlich, ich weiß, was ich vergessen habe, ich brauche Anti-Rutschmatten und dann meine, Na, weiß ich nicht, was du sagen willst. Da sind wir 7.500. Ich brauche ein paar Anti-Rutschmatten-Stickeln oder große Anti-Rutschmatten unter meine Pedale. Vergiss ich immer wieder, ich habe sie neu positioniert, ne? Und folgerechtlich muss ich das erst wieder. Aber die Rutschmatten, die bringen schon, das ist kein Spaß, nicht? Die bringen schon was, ne? Man, es Hasen steht eigentlich. Rutschmatten. Anti-Rutschmatten. Ja, genau. Ja. Muss ich schon, aber es ist, ich hab's eigentlich eher auf der Wand. Aber nach links und rechts rutscht es ganz komisch, egal. Aber wenn man die in der Arbeit hat, so ein paar alte Fetzen, kann ich leicht mitnehmen. Wird's finster? Ja, schon wieder. Ich habe vor einer halben Stunde am Divan gelegen, also voll gut geschlafen. Wahnsinn, so ein Powernapping. Also jetzt bin ich immer mehr so. Was? Kommt heute noch der Rallye-Vertreter? Ich glaube morgen in der Früh. Heute und so einen kommen wir in der Nacht. Ich glaube morgen. Ja, weil ich gesagt. Okay. Ja, gesagt. Wenn wir uns das Ganze oder mal anschauen. Oder sollte er heute kommen, weiß ich nicht, ob so das ausgeht. Ich glaube, dass schon Sport ist, dass der heute nochmal kommt. Sitzt aber eigentlich hoch in dem Gerät. Oh, den habe ich jetzt übersehen. Wieso sitzt ich denn so hoch in dem Gerät? Warte mal. Warte mal. Das macht mir gerade ein bisschen fertig. Ich möchte eigentlich. Na? So. Besser. Ja. Dass da ein Silo ist, wusste ich gar nicht. Mann, es ist jetzt nicht so tragisch. Ich habe viele Sachen nicht gewusst, aber. Ich kann gerne mitfahren, weil ich hätte da bin schon Sonnenblumen haben. Ich bin schon da, aber ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wo haben wir die meisten Viecher? Ich glaube, bei der Kirche ist es echt am gescheitern, aber. Der ist am weitesten weg, weil bei den Schafen war es sonst auch nicht ganz verkehrt, aber. Das sagen wir noch. Wenn er funktioniert, können wir ihn einen zweiten kaufen. Fährst du da mit einer Ladung, oder? Ja, ich fahr gleich mit, ja. Ja, dann warte, dann fährst du vorhin. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Eben, ich auch nicht, aber dann schaut es so aus, als da sie das nicht wissen, was wir machen. Dann schauen wir mal, wo wir mit dem hinfahren. Warte. Alles klar, hab ich schon gesehen. Hast du schon? Warte, ja. Auf mich, ich steh auf der anderen Seite. Ja, warte, wir müssen davon rechts rausfahren. Wo ist denn das? Ah, da unten. Ups. Oh, das ist ganz schön schwer, der Fuhr. Ja, das merkst du voll. Aber ja. Was machen wir mit dem Geld eigentlich? Sparen? Ist das Geld von der Versicherung da auch noch, bis es überwiesen ist? Da ist es, aber wenn der Rallye-Vertreter kommt, ich weiß nicht, wann das zum Zahlen ist und ob wir es gleich anzahlen müssen. Ja, nein, das machen wir ja aus mit dem, das zahle ich sicher nicht, bevor ich es nicht getestet habe. Ist mir wurscht, was er sagt. Das ist sicher vorher testen, 100% habe ich da gesagt, dass ich das nicht gleich kaufe. Boah, da ist ein Sumpf, ey. Schau das an. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, das sind noch die nicht begradigten Flüsse, ne? Weil sonst war es so ein nicht, Kanal. Die nicht regulierten Flüsse. Reguliert, Entschuldigung, das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Ja, ist aber eh gescheiter vielleicht. Ist vielleicht eh besser. Und hast du eh noch Probleme mit Hochwasser? Ey, das hab ich jetzt eh gesehen am Wochenende. Ja, wie war's? Puh, wild. Schau, regnet aber jetzt nicht mehr, oder? Es ist jetzt mit dem Wetter nicht mehr so, dass. Nein. Okay. Die haben ja nur am Wochenende so viel gekriegt. Aber die haben am Wochenende erst so viel gekriegt. Ja, am Samstag haben sie gekriegt. Das schaut aus, das glaubst du spinnst. Also eine Woche vorher schon, also das ist schon eine Woche. Ja, was tust du da, wenn du das hast? Kannst du fast unter Anführungszeichen Kugel geben, oder? Zubirieren. Na wirklich?
Was tust du denn da, wenn du das hast? Also die Häuser schauen eigentlich im Color-Bereich ruled aus, aber sie sind bewohnbar. Ja. Aber es ist ganze Dorf, das schaut aus, das ist... Gut, aber Dorf unter Anführungszeichen ist nur mehr wurscht, als wenn jetzt die Häuser aussaufen. Genau so ist es, ja. Also Haus aussaufen, also so ein Haus generell, egal was du hast, naja, kommt mir immer vor, es kostet ja eine Stange Geld, das ist ja richtig. Die sind nicht wirklich angesaufen, da sind richtige Schlammlawinen durchmarschiert durchs Haus. Okay. Gehen wir an, ja. Ja, aber ich muss. Oh, jetzt kommt wieder da einer. Willst du was wegbringen? Nein, ich fahr gleich. Ah! Vier noch eine Furt, ich hol die zweite da vom Acker ab. Ja, okay. Passt schon. Ah, der fährt wieder langsam erst. Wieder nix weiter. Ja, ich glaube, dass das zum Verzweifeln ist, wenn es da so zum Schitten Ding, ich weiß halt gar nicht, was ich da tat. Aber obwohl die Leute schon sehr gelassen waren, das Ganze, also die haben das schon mit einer gewissen Gelassenheit genommen, weil sie können eh nichts mehr ändern. Sie haben sich zwar voll gefreut, dass wir mit so viel Leuten gekommen sind, aber ja, ist so. Ja, aber wie gelassen kannst du das wirklich nehmen, wenn du das aushaft? Kann da nur wurscht sein, wenn du die Hit Notzeit hast und keine Schulden mehr drauf hast. Ja. Das ist, es ist, die Häuser sind bewohnbar. Ja, aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, nur 10.000 in was einstecken musst, sind 10.000 zu viel Geld. Also, wie gelassen kannst du das wirklich nehmen, ohne dass du so beeinträchtigt, dass dir das, wie gesagt, unter Anführungszeichen wurscht ist. Da musst du ja die Hittenshots halt haben, dass du sagst, okay, jetzt muss ich halt einmal 10.000 aufnehmen. Aber wenn du denkst, die haben. Eine Woche waren die von der Außenwelt abgeschnitten. Weißt du, und dann waren sie schon froh, dass sie mal Leute sehen, die was reinkommen und helfen. Weil wenn es der Woche nicht aussehen und reinkommst, das ist gar nicht vorstellen, Wahnsinn. Ah, hast du. Ich hätte ein paar Sonnenblumen da, wenn du willst. Da könnte man Hänger voll machen. Ja, ich traum. Das war super. Ja, du kannst bist nicht voll, hab ich gesehen, gell? Nein. Kannst du gar nicht vorstellen, wie das ist, was? Und das. Nein. Also wir haben es 2008, 2009 haben wir es gehabt, Hochwasser, yeah. Aber es war nicht so extrem, also wir sind auch geschwommen, aber das war noch nicht so, dass du sagen musst, okay, jetzt kann ich alles wegreißen. Für mich persönlich ist halt das Geschissenste, was passieren kann, generell bei einem Haus, dass man Probleme im Wasser hat, nicht? Wurscht, ja. Ob von Keller, von unten, von der Bodenplatte, wurscht, oder wenn es von oben reinhängt, was eh meistens vielleicht nicht so der Fall ist. Aber deswegen gefällt mir die Geschichte bei diesen sieben Wunder ganz gut. Was ich komisch finde. Das ist ja aber genau ausgegangen. Bist du wahnsinnig. Was ich komisch finde, ist natürlich, dass man von denen nirgends wo was hört oder liest, sag ich mal. Ja, ich hab vorher von der anderen nichts gehört. Also das. Aber hier habe ich das erste Mal gesehen. Mir kommt so vor. Es war das nur ein sehr, sehr junges Unternehmen, was jetzt nicht schlecht sein muss. Ist auf jeden Fall. Ist aber du findest wirklich nichts. Du findest nicht diese typischen Berichte oder Kundenrezessionen auf der Facebook-Seite, tut sie wenig. Also du findest nichts. Die haben ein paar hundert Klicks auf ihre Videos auf YouTube waren überhaupt. Also findest nichts. Aber ich finde es trotzdem eine so interessante Geschichte. Ich habe auf dem Entenrennen, wo wir waren, mit einem Haberer geredet, der kennt sowas. Das gibt es in verschiedenen, die gibt es natürlich schon öfter. Gibt es öfter, aber so. Das Ding ist halt, was der mir gesagt hat, da fängt das Gap bis zum doppelten Preis. Also für das, was ich. Also natürlich, ja, weißt du, warum verlangt der mehr und der andere weniger? Und du musst sowieso noch gut reden, was mit der Heizung und ob eine Photovoltaik möglich ist und lauter so Sachen. Ich glaube, da wird viel möglich sein, weil ich mir das angeschaut, du kannst das ja. Ohne Einrichtung kaufen, dann kommst du auch schon billiger hin. Das sowieso. Ich meine, ich habe gesehen, der Preisunterschied zwischen Einrichtung und ohne Einrichtung ist 30.000. Also ich habe noch nie für 30.000 eingerichtet. Also man kann natürlich leicht für 30.000 einrichten, wenn du schon mal 15.000 oder 20.000 Euro Kuchen lässt. Aber ich glaube, dass du dort gar nicht so die Möglichkeiten hast, dass du 108 Quadratmeter so da einen, dann müsstest du einen Vogel haben. Was ein bisschen schade ist, was ich aber persönlich halt nicht brauche, was halt ein bisschen schade ist, ist, du hast zum Beispiel kein Badewanne. Was ich auch nicht ganz verstehe, ist... aber das lässt sich, glaube ich, auch einrichten. Weiß ich nicht. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum du zwei Badezimmer hast und eine Sauna.
Eine Sauna braucht man ja unbedingt. Unbedingt, ja, ja. In Skandinavien. So, da bist du gar nicht mehr. Wo bist du noch hingefahren? Ich bin schon voll dran, bin schon fertig. Alter, wo ist für Danz wieder? Ich bin schon fleißig am Arbeiten wieder. Warte, drei wieder um. Oh, hab ich nicht gesehen, Entschuldigung. Ja, naja, nein, ich möchte mir das anhören und anschauen. Weil warum wir jetzt das ja eh nichts mehr? Du musst den Grund, den wir haben, erst umwidmen. Das ist nicht umgewidmet. Und für den Grund gibt es noch, das ist eigentlich eine traurige Geschichte. Aber in Wirklichkeit trifft es für uns gut. Der Grund, da ist ein Stickel ca. 500 Quadratmeter circa. Die kriegen Grund und ca. 200 Quadratmeter, die jemand anders gehört haben. Super. Die 200 Quadratmeter kannst du aber, da kannst du nichts machen, da kannst du nicht einmal 100 Hütten gescheit aufstellen. Es ist einfach ein Plätzrechte quasi, mehr ist es nicht. Und die Dame ist gestorben. Ich habe die gefragt. Okay. Na, sie gibt nichts her und hin und her und ich hab mir gedacht, ich frage einmal und wenn es nah und dann ist es nah, mir ist es ja wurscht, man kann es nicht ändern. Komm ich da irgendwie um? Wie lange haben wir den Hof jetzt schon? Entschuldigung, ja, was sie machen. Ja, ich weiß schon. Na, auf jeden Fall gibt es nichts her, ja, und dann ist sie leider Gottes vor einer Woche gestorben. Oder zwei oder drei Wochen. Auf jeden Fall kehrt der Grund jetzt angeblich der Gemeinde. Wie das? Hat sie keinen Nachkommen gehabt? Doch, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ich müsste dann noch mit meinem Ortsvorsteher reden. Ich glaube, dass der einfach das. Der Ortsvorsteher hat sich dort schon vorher eingesetzt für uns, dass wir das kriegerten. Ich glaube einfach, dass die gesagt haben: Ja, es ist einer wurscht, sie kriegen entweder einen gleichwertigen Grund oder sie kaufen sie einer an oder so. Weißt du, kannst wirklich dort nichts machen. Du kannst nichts machen. Das ist ärgstens verschwendet, bloß, weißt du? Weil, wenn ich wo nichts machen kann, weil das 200 Quadratmeter sind, was willst du dort machen? Du kannst nicht einmal Großmarkt gescheit, dass du sagst, das rentiert sie oder bringt sie was oder so. Nein, 200 Quadratmeter, das ist meine Umkehrfläche. Ja, das ist wirklich nichts. Das ist das, in echt schaut das nur viel weniger aus, als was es eigentlich ist. Ne? Aber. Deswegen werden wir, also wenn, dann wird man sich erkundigen und möchten das mitnehmen, was Sinn macht. Ja. Klar. Also schauen wir mal. Ich hoffe, dass das geil ist. Ich hoffe, dass du bist schon mit dem Hänger da, super. Ja. Ich hoffe, dass das geil ist. Also ich würde mich freuen, wenn das was werden würde, weil ich glaube, dass unterm Strich, auch wenn du dann ein bisschen Geld brauchst für Aufschließung und so weiter. Ja, so, ich sag mal, Widmung und Aufschließung kostet auch zwischen 20 und 30.000 einmal. Ja, so arg nicht. Ah, das darfst du nicht unterschätzen. Was? Aufschließung kostet 14.000 minus 50% oder so in der Gemeinde. Die kriegst du dann irgendwann später zurück. Und was heißt Wippen? Beim Notar oder was? Ja, also mit die ganzen Vermessungsamt, Notarkosten und was der Teufel was. Ja, aber das steht schon beim Haus dabei, das sind Nebenkosten mit zwischen 9 und 14.000 Euro. Ach so, Transport und die Boden. Plotten und Anführungszeichen Geschichte, was du da hast, das ist alles überschaubar. Aber du kannst den Traktor da stehen lassen, weil ja, die Säuerbahnen sind nicht so ergiebig. Soll ich mal die Ding wegbringen? Ja, das war super, ja. Aber haben wir irgendwo. Aber ich glaube, es ist heute schon Zeit zum Liegen gehen bald. Stimmt. Weil wie lang willst du denn da fahren da? Weil ja, stimmt, das ist schon verdammt finster. Ja. Aber du könntest das einmal aufpassen daheim am Hof. Nein, das ist mir schon fast die Sicherheit da kam. Wir haben da fast keine Beleuchtung am Hof, das ist natürlich schon ein Wengel. Außer die eine Lampe, die mir eingeschaut ist. Die, was in der Halle drin steht, gell? Ja, ist die Solar oder wieso ist die eingeschaut? Wieso rennt die ständig? Keine Ahnung, da ist auf Dauerbetrieb geschaltet, okay, glaube ich. Komisch, na sonst haben wir hier nichts. Na, passt schon, dann würde ich sagen. Ja. Wenn nämlich drunter der Palettenhänger stehen, beim Kurhof. Aber am Kurhof unten, ich habe gerade wollte fragen, wo der steht. Ja. Kurhof unten, eieiei. Die dann natürlich wieder super geschickt. Den konnte ich fast noch oben fahren, aber es wird schon ein wenig knapp. Naja. Wo tragt er mir so den Hauptstein, glaube ich? Ja, nein, ich hole mir den eh, aber ich fahre ohne Schaufel, glaube ich. Ich weiß nämlich nicht, wo die Palettengabel ist. Ich hab's letztens da angestellt. Weißt du? Genau da, wo ich es angestellt habe. Ein Phänomen. Nein, da habe ich alles richtig gemacht. Das steht die Schaufel da nebenbei her.
Du kannst die Schaufel aber hinten auf das Regal draufstellen. Bei das ist das Regal da. Oh, ich hab den nächsten. Jetzt ist nicht noch ein Licht hin. Oh, genau. Okay, ja, sorry, ich sag's gar nicht. Wo ist denn da? Wo war denn da Regal beim Hof? Das ist dort, wo die Lampen leicht. Da hinten? Ja, da kannst du zwei Werkzeuge einstellen. Stimmt. Wenn nicht irgendwer den Kottergarant im Weg gestellt hätte, kommt man da zwei Werkzeuge einstellen. Stimmt, ja. Habe ich eiskalt zusammengefasst. Na passt. Schauen wir uns das am nächsten Tag an. Ist schon ein bisschen spät heute. Da ist, nein, ist schon spät, ja. Ja, na passt. Pfiat denk.